So, ich sag mal Prostata. Oh, na komm her, gib dem Onkel mal ein Küsschen. Also mal auch zwei schöne Hacker. Ja, das ist ja mal wieder typisch. Selber nicht eine Flosse krumm machen und dann zu Hause wieder mit dem Riesending angeben. Na, Britney, wieder nix drunter? Schatz, wann gibt's Essen? Ich sterbe vor Hunger. Es dauert noch. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du mal pünktlich aus dem Büro kommst. Ach, bitte, keine kocht so gut wie du. Na gut, am ersten Küsschen. Ich guck mal, was sich machen lässt. Auf der Spur nach. Ach hier. Also nur einen winzigen Happen. Und al dente? Perfetto. Ich liebe dich. Ja, ja. Aber jedes Jahr unseren Hochzeitstag vergessen, ne? Oh, her mit den Chips. Und wo ist das Bier? Kurz durch. Und jetzt allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Komm schon, bleib hier. Geh nicht. Wir hatten doch noch so viel vor. Verlass mich nicht. Ich verbuddel dich auch nie wieder. Versprochen. Bleib bei mir. So, jetzt reicht's. Mit Schmeicheleien können Sie sich jetzt auch nicht mehr retten. Also, Mund auf! Die 7, 8 und 11 Kariös, Backenzähne mit leichter Parodontose und die Weisheitszähne müssen dringend raus. Hoffentlich ist er wenigstens Privatpatient. Diese junge Frau hat ein wirklich außergewöhnliches Hobby und scheinbar zu viel Zeit. Sie macht nämlich Modefotos von Katzen. Die diesjährige Fashion Week in New York überzeugt durch den neuen Katzenschick. Cat Style auf dem Catwalk, wie der Kenner sagt. Models, die nicht glaubhaft eine Katze imitieren können, sind aus dem Geschäft. Hier sehen wir Cat Moss im Tarsa-Look. Professionell und cool. The cats enjoyed the shoot. Meine Katzen lieben die Shootings. Sie lieben sie wirklich. Sie sind total verrückt danach. Ehrlich. Für die Fotografin zahlt sich der neue Trend aus. Die Models putzen sich selber, als Mittagessen erbrechen sie ihre Haare und die Gage schrumpft auf ein Wollknäuel. Aber einige sind es einfach nicht wert. Naomi, immer nur Ärger. Los, Bingo. Arschbombe. Mit Anlauf. Dann mach doch die Flatter. Niemand freute sich so sehr auf den Warmbadetag wie Hasi. Aber volle Möhre. Sparfüchse, aufgepasst. Dies ist die einfachste Methode, ganz ohne Benzin vorwärts zu kommen. Es geht natürlich auch umgekehrt. Oh Mann, der blöde Hund. Er hat wieder alles durcheinandergebracht. Er wollte Tau ziehen. Stattdessen macht er jetzt Sau ziehen.